Ciao zusammen! Super Mario 3D World auf der Switch hat viele Neuerungen im Vergleich zum Wii U Klassiker. Die wohl drei größten Neuerungen sind erstens der neue Bowser's Fury Modus. Es ist kein DLC, weil man ladet ja nichts herunter. Also ist ein neuer Modus, das sagen immer alle falsch. Die zweitgrößte Neuerung ist der Online-Multiplayer und auf dem dritten Platz würde ich mal sagen, ist die höhere Laufgeschwindigkeit. Und im direkten Vergleich zu Wii U merkt man das massiv. Aber ich wollte herausfinden, wie viel schneller man exakt auf der Switch ist. Also wie viel Prozent schneller und ob das pro Charakter unterschiedlich ist. Und Spoiler Alert, ja, das ist je nach Charakter unterschiedlich. Und ich konnte einige interessante Dinge herausfinden. Zum Beispiel ist Peach auf der Switch schneller als Toad auf der Wii U. Was eigentlich ziemlich krass ist, weil Toad soll ja eigentlich der schnellste Charakter sein und Peach der langsamste. Aber trotzdem ist Peach auf der Switch schneller als auf der Wii U Toad. Das werden wir noch später mit einem Videobeweis sehen. So, und in diesem Video zeige ich euch zuerst die Messmethoden, die ich verwendet habe, wie ich alles framegenau vergleichen konnte. Als zweites zeige ich euch die Excel-Tabelle, wo ich alle Zahlen schön eingetragen habe. Und als drittes seht ihr noch den Videovergleich bei jedem Charakter. Ihr könnt die Kapitelfunktion nutzen, um zum jeweiligen Kapitel zu springen, wenn ihr das so wünscht. Noch eine kurze Meldung aus dem Schnitt. Dieses Projekt war aufwendiger als gedacht, also all die Messungen, die Tabelle, der Schnitt. Deshalb wäre ich wirklich sehr, sehr froh, wenn ihr eine positive Bewertung da lässt. Aber ihr werdet es ja sowieso nicht tun, ihr seid eh alle viel zu faul. Deshalb blende ich hier mal ein Bild von einer süßen Katze ein. Ja, jetzt müsst ihr liken. So, dann beginnen wir mal mit den Messmethoden, die ich verwendet habe. Ich habe es in Welt 1.1 gemacht, gleich da am Anfang. Da, wo man die paar Pumpas besiegen kann und so, da gibt es unten seinen Secret-Bereich. Und da gibt es unter anderem einen versteckten Block, ein paar Krabben und ganz viele Münzen. Und wenn Toad so schnell rennt, kann man die Münzen fast nicht einsammeln, weil er fast nicht zu kontrollieren ist, so schnell wie er ist. Und diese Münze werde ich auch noch haben. So, ich habe diese Distanz hier von links nach rechts verwendet, um die Messung durchzuführen bei allen fünf Charakteren, sowohl beim Rennen als auch beim Gehen, also mit oder ohne Y gedrückt halten. Das habe ich halt mit allen fünf Charakteren gemacht, sowohl Gehen als auch Rennen, auf beiden Versionen Wii U und Switch. Und ich zeige euch jetzt in meinem Schnittprogramm, wie ich das genau gemessen habe, also wo der Start und wo der Endpunkt ist, damit wirklich alles framegenau gleich ist, dass wirklich man die Charaktere sehr gut miteinander vergleichen kann. So, jetzt zeige ich euch in meinem Schnittprogramm, wie ich das genau gemessen habe. Hier sieht man, wie ich mich mit Mario ausrichte an der Wand und ich dann nach links gehe, um die Messung zu starten. Und dann sieht man, hier beginnt's und dann messe ich die Zeit, bis Mario am Ende ankommt. Und wie mache ich das, damit es bei allen Charakteren exakt gleich ist? Ich orientiere mich an der Animation. Hier sieht man, Mario schaut gegen die Wand und dann plötzlich dreht er sich um. Jetzt kann ich hier draufklicken und dann mit den Pfeiltasten Frame by Frame nach vorne und nach hinten gehen. Hier sieht man auch, wo der Mauszeiger ist. Hier, wenn ich mit den Pfeiltasten nach rechts und links gehe, geht es immer ein Frame weiter. Also das Spiel läuft mit 60 Frames pro Sekunde, also ja, insgesamt 60 Frames sind dann eine Sekunde. Und hier schaue ich nach dem Frame, wo sich Mario beginnt umzudrehen. Und hier mache ich einen Schnitt, genau da, wo es beginnt. Also ich mache hier einen Schnitt und dann beginnt diese Animation. Keine Frame früher, auch kein Frame später. Bei jedem Charakter gleich. Und dann gehe ich nach hinten und dann schaue ich, wann Mario diese Wand wie so mit den Händen wie festhält oder sich dagegen drückt, wie auch immer. Und dann schaue ich, wo diese Animation hier beginnt. Also ich gehe jetzt hier wieder mit den Pfeiltasten jeden Frame nach vorne und hier sieht man, da ist schon diese Animation fertig. Und ich schaue, wo hat die begonnen? Da noch nicht, aber da. Deshalb mache ich da einen Schnitt und dann komme ich da auf 7 Sekunden und 8 Frames, wenn man da hier hinzieht. Das sind 428 Frames, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist auch genau das, was ich dann in der Excel-Tabelle habe. Und das habe ich dann mit jedem Charakter gemacht, halt auch noch rückwärts, um sicherzugehen, dass es wirklich dasselbe ist. Das war es auch. Und dann auch noch mit Rennen und so. Aber hier der Start- und Endpunkt, der war immer genau gleich. Immer, wenn die Animation hier zum Drehen beginnt und wenn die Animation zum Wandfesthalten auch beginnt. Das ist der Start- und Endpunkt bei jedem Charakter immer genau gleich, damit die Messungen alle vergleichbar sind. So, dann kommen wir jetzt zum wahrscheinlich interessantesten Teil, den Messwerten in den Tabellen.
Ich blende euch jetzt mal alle Tabellen ein, die ich so gemacht habe. Ihr könnt auch immer pausieren, unten steht auch an einem Beispiel erklärt, wie die Tabelle zu lesen ist. Aber ich würde mal sagen, ich gehe jetzt Schritt für Schritt jede Tabelle durch und erkläre, was man da so ablesen kann und was spannend ist. Beginnen wir bei der ersten Tabelle. Hier habe ich einfach die Frames eingetragen, die ein Charakter braucht, um diese Strecke zu laufen. Zum Beispiel hier Luigi auf der Wii U braucht 402 Frames, um diese Strecke zu rennen. Also die benötigte Zeit quasi. Aber ersichtlicher ist es, glaube ich, wenn man das in Sekunden umrechnet. Also ich habe quasi hier alles durch 60 mit Rest geteilt. Dann komme ich hier auf die Messwerte in Sekunden Doppelpunkt Frames. Hier sieht man zum Beispiel, Mario braucht 11 Sekunden auf der Wii U zum Gehen für diese Strecke. Luigi 10 Sekunden, 59 Frames. Also 60 Frames sind dann eine ganze Sekunde. Also eigentlich gleich schnell, aber da hatte ich wahrscheinlich einen Messfehler. Das war auch ziemlich mühsam bei der Messung. Da musste ich manche Messungen mehrfach durchführen, weil ich bekam da manchmal leicht andere Ergebnisse. Also mit 1, 2, maximal 3 Frames Unterschied. Und auch bei mehreren Messungen bekam ich immer noch diese Schwankung. Aber ich habe dann mich dafür entschieden, den Wert zu nehmen, der am häufigsten vorkam. Nicht den Durchschnitt, sondern den Wert, der am meisten vorkam, damit ich auch einen Videobeweis habe zu diesem Sekunden- und Frame-Wert. So, aber zurück zu den Zahlen. Der schnellste Charakter ist natürlich Toad auf der Switch, wenn er rennt. Da braucht er 4 Sekunden 37 Frames. Und der langsamste Charakter ist entweder Peach oder Rosalina auf der Wii U beim Gehen. Ich blende euch mal einen Videovergleich ein. Peach gehen auf der Wii U versus Toad rennen auf der Switch. Das ist fast so 2 bis 3 Mal so schnell, oder? 4 mal 3 ist ja 12 und das ist halt ein bisschen mehr und das ist halt ein bisschen weniger als 12, also definitiv mehr als doppelt so schnell. Und ja, dann blende ich mal den Videovergleich ein. Aber gut, das war jetzt ein bisschen unfair, weil Peach am Gehen war und Toad am Rennen. Aber jetzt mache ich mal den Vergleich Peach auf der Switch beim Rennen und Toad beim Rennen auf der Wii U. Und das ist ziemlich erstaunlich, weil eigentlich ist Toad der schnellste Charakter und Peach der langsamste Charakter. Aber auf der Switch wurden ja alle Charaktere schneller gemacht und sogar so schnell, dass der langsamste Charakter schneller ist als auf der Wii U der schnellste Charakter. Hier braucht Peach 5 Sekunden 40 Frames und Toad 5 Sekunden 59 Frames. Also 19 Frames, etwa eine Drittelsekunde schneller ist Peach auf der Switch. Das ist ziemlich krass. Ich blende euch da auch mal den Videovergleich ein. Ihr könnt euch gerne noch die Werte genauer ansehen. Ich gehe jetzt gleich weiter. Aber was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass Mario und Luigi gleich schnell sind, also sowohl auf der Wii U sind die beiden gleich schnell und auf der Switch auch, mit vielleicht 1, 2, hier 5 Frames Unterschied, aber ja, die sind, glaube ich, gleich schnell. Dann sind auch Peach und Rosalina gleich schnell und also halt langsamer und Toad ist halt bei beiden Versionen der schnellste. Am Ende des Videos seht ihr noch den Videovergleich bei jedem Charakter bei den gleichen Voraussetzungen auf beiden Konsolen miteinander verglichen, also Peach gehen versus Peach gehen, also Wii U versus Switch und so weiter bei allen 10 verschiedenen Kombinationen. Das werdet ihr am Ende des Videos noch sehen. Dann gehen wir jetzt weiter zu dieser Tabelle, die vielleicht am spannendsten ist. Hier habe ich den direkten Vergleich. Das ist, glaube ich, am besten verständlich, wenn wir uns ein konkretes Beispiel ansehen. Zum Beispiel Mario gehen auf der Wii U. Hier habe ich 1,54 eingetragen. Das bedeutet, dass Mario, wenn er auf der Wii U geht, 1,54 mal so lang braucht wie Mario beim Gehen auf der Switch. Und umgekehrt braucht Mario, wenn er auf der Switch geht, 0,65 mal so lang, wie wenn Mario auf der Wii U geht. Also diese beiden Zahlen sind quasi die Kehrwerte voneinander. Oder wenn man im Taschenrechner 1, hier, ich nehme dann noch so 1 geteilt durch 1,54 nimmt, dann kommt man auf das andere. Also 1 geteilt durch das eine kommt man auf das andere. Und wenn man jetzt sagt, Mario braucht auf der Wii U 1,5 mal so lang wie auf der Switch, kann man auch sagen, dass Mario auf der Switch 1,54 mal so schnell ist. Also die Geschwindigkeit ist 1,54 mal schneller auf der Switch wie auf der Wii U.
Falls euch das nicht ganz klar ist, ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben zwei Autos, Auto A und Auto B. Auto A braucht doppelt so lang für eine bestimmte Strecke. Deshalb ist eigentlich logisch, dass Auto B doppelt so schnell ist. Und hier ist halt Mario auf der Switch 1,54 mal so schnell wie auf der Wii U. Aber so gerundet kann man sagen, dass, wenn wir uns das Gen ansehen, dass Mario, Luigi und Toad auf der Switch 1,5 mal so schnell sind. Peach und Rosalina aber 1,3 mal so schnell. Und beim Rennen sind alle Charaktere 1,3 mal so schnell. In Prozent ausgedrückt, Mario, Luigi und Toad sind beim Gen 50% schneller auf der Switch und beim Rennen sind alle Charaktere 30% schneller auf der Switch und Peach und Rosalina halt beim Gen nur 30% schnell. Das sind so, wie ich finde, eigentlich die spannendsten Ergebnisse oder eine der spannendsten Ergebnisse. Was ich dann auch noch gemacht habe, ist, ich habe Mario Gen auf der Wii U normiert, also auf 1 gesetzt und halt alle Werte damit verglichen. Zum Beispiel, Peach auf der Wii U braucht beim Gen 1,05 mal so lang wie alt Mario beim Gen auf der Wii U. Also 5% länger. Und halt der krasseste Vergleich ist halt Toad, der braucht für diese Strecke nur 0,42 mal so lang. Wenn man hier die Geschwindigkeit wie ausrechnen will, nimmt man einfach den Kehrwert, also 1 geteilt durch 0,42, dann sieht man, Toad ist 2,38 mal so schnell beim Rennen, wie wenn Mario auf der Wii U geht. Und wenn man sich hier nur die Wii U-Tabelle ansieht, dann sieht man, wie die Charaktere im Vergleich zueinander sind. Und das ist spannend, weil die Unterschiede zwischen den Charakteren wurden auf der Switch auch verändert. Weil in der nächsten Tabelle habe ich halt Mario Gen auf der Switch normiert, also das auf 1 gesetzt und halt die anderen Werte damit verglichen. Und hier sieht man, wenn man sich nur die Switch-Tabelle ansieht, dass die Unterschiede zwischen den Charakteren anders sind als auf der Wii U. Also zum Beispiel Peach braucht 1,24 mal so lang wie Mario. Also ist Peach im Vergleich zu Mario auf der Switch langsamer als auf der Wii U. Denn auf der Wii U brauchte Peach nur 5% länger für diese Strecke als Mario. Aber auf der Switch braucht Peach ganze 24% länger für diese Strecke wie Mario. Und hier habe ich noch beide wie untereinander gesetzt. Also das Normierte von der Wii U hier in der Wii U-Tabelle und das Normierte von der Switch in der Switch-Tabelle. Und da sieht man Unterschied zwischen Mario und Luigi ist eigentlich auch beiden Versionen gleich beim Gehen, aber beim Rennen ist der Unterschied auf der Switch weniger krass. Also hier ist nur 70% der Zeit, die Mario braucht, wenn er die Strecke rennt, und auf der Wii U ganze 60%, also weniger von der Zeit. Toad ist bei beiden Versionen gleich, 0,93, aber auch hier beim Rennen ist auf der Switch der Unterschied zum Gehen weniger krass als auf der Wii U. Und hier wieder Peach und Rosalina sind hier 1,05 und hier 1,24. So, das waren jetzt ein bisschen viele Zahlen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Videovergleich bei allen Charakteren.